Guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern in Thailand. Heute ganz brisantes Thema hier. Heute geht es um die Mafia. Gibt es in Thailand eine Thai-Mafia? Naja, da erzähle ich euch hier meine Erfahrung, was ich hier gemacht habe. Und ja, Haus weg, Auto weg, also das sind alles Dinge, die man hier erleben kann. Also seid gespannt drauf, auf nach dem Intro. Bis gleich. Ja, was ich euch heute erzähle, ist die wahre Geschichte von Victor M. Wir nennen jetzt einfach mal Victor M. Ich kann natürlich die richtige Namen nicht nennen, möchte ich ja gar nicht, gell? Aber einfach mal, dass ihr so eine Person im Kopf habt, Victor M. Victor M. ist also ein Holländer, ne? Ist ein Holländer, der hat hier bei uns ganz in der Nähe hier Haus gebaut, schönes Häuschen, schönes Grundstückchen drumherum, hatte schöner Pickup gehabt, ja. Was hat der Victor M. halt eben gehabt? Also folgendes. Er hat also hier in Thailand Steine gekauft, Edelsteine. Ihr wisst ja, Chanthaburi ist ja eine Edelsteinstadt, ja. Und hier in Chanthaburi hat er halt Steine gekauft, ja. Hat diese importiert in sein Land und hat die da an Edelstein oder an Schmuckhändler eben weiterverkauft in Holland, ja. Das war da sein Business. Das heißt also, er hat also ist immer öfters gereist im Jahr, also immer hin und her und hin und her, um sein Business da am Laufen zu halten. Fragt mich jetzt nicht, inwiefern er das Business gemacht hat. Das spielt ja jetzt hier gar keine Rolle. Ich möchte euch einfach mal erzählen, was er eben hier erlebt hat mit der Thai-Mafia. Ne? Also wie das halt so ist, ja, er war natürlich hier unterwegs in Holland, ja, und seine Frau war hier in Thailand geblieben. Ja. Das übliche Spiel, Kartenspiele, Glücksspiel, das ist ja auch hier in Thailand, das muss man dazu sagen, ein großes Problem, egal wo man hingeht. Überall, wenn es anfängt mit Glücksspiel, Alkohol und solche Dinge, dann wird es immer ein bisschen, naja, wie will ich sagen, heikel. Da sollte man immer die Ohren aufspitzen. Ja, der eine oder andere hat bestimmt von euch auch schon was gehört von diesen Geldverleihern, die da gegen horrenden Zinsen hier Geld verleihen, ja. Mag ja alles legal sein und so, ja. Vielleicht ist auch der Name Mafia vielleicht ein bisschen hochgestochen. Vielleicht sollte man das ganz anders nennen, ja. Naja, gut, okay, wir nennen es jetzt einfach mal so, ja. Gut, wie hat das angefangen? Wir sind ja hier im Grenzgebiet zu Kambodscha, ja. Das heißt also, wir haben hier innerhalb von 15 Kilometer einmal links Ban Lem und einmal rechts Ban Bakat, heißt das, zwei Grenzübergänge. Und da gibt es Spielcasinos, ja. Und diese Spielcasinos werden sehr stark frequentiert von Thailändern. Ja, das heißt also, sie kommen hier ins Grenzgebiet, sind über die Wochenende manchmal, kommen sie von Bangkok angereist, ja, und wohnen also hier in den verschiedenen Resorts und gehen da als spielen übers Wochenende. Ne? Nun gut, bei seiner Frau war das jetzt eher weniger. Die hatte das Kartenspiel in Aussicht. Also da war hauptsächlich das Kartenspiel das große Problem bei ihr. Ja, sie war also dem Kartenspiel verpflichtet. Das heißt also, sie hat also gerne Karten gespielt. Da gibt es natürlich auch hier, ist ja illegal in Thailand, also Kartenspielen ist ja verboten. Ja. Heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Ja. Solche Sachen werden natürlich auch illegal gemacht. Ne. Nun gut, was eben das Problem war, diese junge Frau, sie war schon um die 40, ja, hat also hier einiges an Geld verspielt. Ne? So, was war? Eines Tages kam er zurück aus Holland, ja, und da entstand ein großer LKW schon vor der Tür. Großer LKW und natürlich so zwei schwarz gekleidete Männer, ja, und haben die da ihm erklärt, dass er aus dem Haus raus muss. Das Haus wäre also quasi als Pfand gegen ein gewisses Kapital halt eben, oder er könnte das bezahlen. Ich kann euch jetzt die Summe nicht sagen, auf jeden Fall. Da ist er natürlich aus der Haut gefahren. Er war natürlich ziemlich erschrocken, wie er da plötzlich hört. Sein Haus wurde verpfändet gegen Geld, das seine Frau halt im Kartenspiel wohl verloren hat. Ja? Und da ist es natürlich so, dass da so eine Sache ist, wo man erstmal erschreckt als Mann, gell, wenn man sowas drankommt. Ne? Naja, nun gut, er musste tatsächlich, hat hier wirklich große Förderung gestellt. Seine Frau muss also hier sehr viel verspielt haben, hier in dieser Gegend, und hat da viele Schuldner wohl gehabt, ja.
Und naja, und dann kamen diese dunkelgekleideten Männer, die kommen da oftmals mit dem Motorrad. Ich sehe es ja öfters also mal, auch bei Thailändern natürlich anhalten, nicht nur in europäischen Haushalten. Ja, also auch dort, wo halt irgendwelche ihre Dienste halt da in Anspruch genommen werden. Ja, da sieht man das gut. Die haben schwarze Helme auf, komplett schwarz angekleidet und kommen meistens mit dem Motorrad. Ne? Nun gut, also er war nicht mehr lange in dieser Gegend, hat also hier sein Haus tatsächlich verloren. Das wurde dann verkauft, aber da war er nicht mehr der Verkäufer drin. Das wurde anscheinend überschrieben da auf diese, naja, Thai-Mafia-Geldverleiher-Mafia oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich will da keine Normen ins Spiel bringen, weil es liegt mir ja nicht im Sinne. Ich würde halt nur sagen, wenn halt so ein Spielsucht oder so ein reinkommt, ist das immer eine gefährliche Sache. So, das war also das mit dem Haus. Ich habe euch ja gesagt, Auto verloren. Andere Geschichte, ja. Ich kannte also hier auch noch jemanden, das war ein Deutscher, das war kein Holländer. Der Deutsche hat also auch, ist also auch oft in Deutschland gewesen, immer rüber und rüber. Ja, aber hauptsächlich hat er hier in Thailand gelebt, eben auch bei uns in der Nähe, nicht weit weg, ja. Und auch da, dem half ich damals auch aus der Patsche, indem ich ihn abholte. Da wollte er seine Frau verlassen, weil er sagte, oh, da, ich kann da nicht mehr sein, ist schlimm, ich will da nicht mehr bleiben. Und das war die Geschichte. Und da habe ich gesagt, ja, hat er mich angerufen, ja, Karl, kannst du mich abholen? Ja. Sagte ich, ja, abholen, du hast doch ein Auto. Sag ich, ja, ich habe kein Auto, meine Frau hat ein Auto. Ja. Und das ist wohl auch wieder beim Kartenspielen draufgegangen. Wie das hier läuft bei den Autos, da ist es so, dass sie hingehen und gehen dann hin und tun die Papiere vom Auto. Das Auto war bezahlt, hat er ja, die Papiere hat er zu Hause gehabt. Ja. Und ja, die Papiere dann verpfändet quasi für das Kartenspielen. Ne. Rucki zucki hat er kein Auto mehr gehabt. Was ich euch hiermit da einfach sagen will, Leute, passt auf, wenn eure Frau dem Kartenspiel verfallen ist. Ja. Das ist eine Sucht, wie das in Deutschland auch das Spiel, die Spielsucht ist hier in Thailand sehr verbreitet. Und wenn man dann in die Hände der Mafia kommt, dann hat man nicht viel Chance als Europäer sowieso nicht und die Thais eigentlich ja auch nicht. Ne. Also das ist einfach eine gefährliche Sache. Und wenn ihr da merkt, dass eure Frauen da mit Kartenspielen oder auch eure Männer an die Damen gerichtet, wenn ihr da merkt, dass da eben Kartenspiel im, hier in Thailand, dass die da süchtig sind auf Kartenspiel, sollten sie davon schauen, dass sie an kein Geld kommen, dass sie an keine Papiere kommen, da kann man immer wirklich nur raten. Tut eure Hauspapiere, Autopapier, ganz wichtig, ne, Schanott wie das hier fürs Hauspapier, weil das ist ganz schnell verpfändet und rucki zucki sitzt man hier wirklich und hat gar nichts mehr. Ne? Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache zum Auswandern. Ne? Deswegen also aufpassen, wenn die Damen da spielen oder auch öfters mal ins Spielcasino gehen, ist hier leider bei uns oft der Fall, dass da viele ins Spielcasino gehen. Das verführt natürlich schon, ja. Ist ja nicht illegal, sie gehen ja nach Kambodscha ins Spielcasino und geben dort das Geld halt aus. Und dort sind natürlich auch professionelle Geldverleiher, ne, um da nicht zu sagen, so ein bisschen Geldverleiher-Mafia. Und die spielen natürlich mit den Gedanken, dass die Frauen ihr Geld verlieren und dass sie hier an günstigen Besitz drankommen. Ist also bei uns gerade in der Gegend, gerade mit diesen Spielcasinos, ein großer Punkt. Naja, das Video soll einfach nur sagen, Leute, passt auf, wenn die Damen oder die Herren Karten spielen, passt auf, das kann schnell ins Verderben bringen. Guter Rat, einfach da alles wegschließen, was mit Geld zu tun hat. Das sind Süchtige, das sind Spielsüchtige und da kann man gute Worte machen. Das bringt alles nichts, die sind krank. Das ist ja irgendwo eine Krankheit der Spielsucht. Ne? Nun gut, also das war mein Erlebnis, was ich hier mit dieser Geldverleihermafia, ich selbst hatte Gott sei Dank damit noch nichts zu tun. Ja? Meine Frau spielt keine Karten oder geht auch nicht ins Casino. Doch, wir waren einmal im Casino. Damals, das vor zig Jahren war das hier, da dürften wir noch ins Casino von hier aus über die Grenze gehen als Europäer, ohne irgendwelche Visa oder so Probleme zu bekommen. Ja, da waren meine Eltern dann, da haben wir auch mal eine Amiga-Bandit gespielt. Ne? So einfach aus Jux und Dollerei, das wollte ich meinen Eltern halt mal zeigen. Nun gut, das war's hier wieder vom KK-Team. Guter Rat, ja. Spielsucht ist in Thailand ganz extrem, also deswegen haltet euch fern von solchen Dingen und schaut, dass wenn jemand das hat, dass man einfach, dass nicht an Geld kommen und an die Papiere kommen. Das war's von uns, ich wünsche euch einen schönen Tag noch und naja, wenn ihr Lust habt, abonniert uns, kostet ja nichts, ne? Und einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich auch freuen. Wenn ihr Erlebnisse habt so in dieser Richtung mit dieser Geldverleihermafia, würde es mich natürlich interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Vielleicht hilft das auch dem anderen mal, das Ganze zu überdenken, seine Vorgehensweise, wie er das gemacht hat. Ist ja immer so, wenn man einige hört, kann man da vielleicht einen guten Ratschlag draus machen. So, das war's also. Auf Wiedersehen. Das war's vom KK-Team. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.